Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, herzlich willkommen bei Topfgucker TV. Mein Name ist Steve Müller und ich zeige euch heute ein Gericht, was typisch halt für diese Region ist. Das nennt sich pochiertes Schweinefilet im Würsingmantel mit Barbie-Soße. Alles klar, legen wir los. Wir brauchen den Würsing. Dann nehmen wir uns ein schönes Blatt von der Innenseite weg. Den habe ich natürlich vorher gewaschen, ist klar. Dann schneiden wir den Strunk ein bisschen raus. Und machen das in den Topf und werden das schön blanchieren. 2-3 Minütchen. Blanchieren tut man das Würsingblatt aus dem Grund, damit das halt die Farbe behält und natürlich die ganzen Vitamine darin enthalten bleiben. Das gebe ich danach gleich noch ins Eiswasser. Ja. In der Zwischenzeit bereite ich das Schweinefilet natürlich vor. Das sind ungefähr 150 Gramm. Das habe ich vorher pariert, also praktisch entfettet. Da habe ich mir eine Gewürzmischung vorbereitet dafür. Das besteht halt aus schwarzem Pfeffer, Meersalz, Thymian ist mit drin, Rohrzucker. Das gibt halt ein schönes Aroma. Das wird richtig schön kräftig darin eingerollt. Dass wir ein schönes Aroma haben. Wunderbar. Super. So. Ich hole jetzt das Würsingblatt raus aus dem kochenden Wasser. Dann wird schön in Eiswasser abgeschreckt, damit es wie gesagt die Farbe behält. Ne? Dann bleibt das schön grün. So, den Würsing lassen wir jetzt erstmal hier kurz liegen zum Abtropfen. Währenddessen bereite ich halt jetzt die Farce praktisch für das Würsingblatt vor. Da setze ich einen Topf auf. Wir karamellisieren jetzt ein bisschen Puderzucker, geben ein kleines Löffelchen Butter dazu. Darin schwenke ich den vorbereiteten Schinken, das ist Schinkenspeck in Würfel geschnitten, dazu. Lass ihn ein bisschen mitschmoren. Zwischendurch werde ich die Frühlingszwiebel in kleine Scheiben schneiden. Und gebe sie mit dazu. Kurz ein bisschen mitschwingen, kann man ruhig neben den Herd ein bisschen mitziehen lassen, damit das nicht schwarz wird. So, und dann gebe ich halt noch eine Knoblauchzehe dazu. Auch ein kleines bisschen klein schneiden. Die geben wir jetzt mit dazu. Rühren das alles schön durch. Es gibt ein richtig schönes Aroma durch den Knoblauch. Wunderbar. So, wir brauchen jetzt ungefähr ein Viertel Becher Frischkäse. Das ist Frischkäse Natur. Man kann auch die leichte Stufe nehmen, wenn man das ein bisschen fettarmer mag. Und das wird jetzt zusammen mit den angeschwenkten Knoblauchschinken und Frühlingszwiebel verrührt. Einfach mal durchrühren, wird das ein bisschen gewürzt mit Salz und Pfeffer. So. Jetzt kommt der Showdown. Jetzt kommt diese Frischkäsemasse auf das Schweinefilet. Das kann man jetzt ein bisschen mit dem Finger verschmieren oder einstreichen. Kann man sich ruhig dreckig machen dabei. So. Und dann kommt das Ganze jetzt in das Würsingblatt gerollt. Zack, ein bisschen umschlagen. So, dann nehmen wir uns ein Stück Frischhaltefolie. Da kommt das Ganze rauf. Schön fest einrollen. Und dann brauchen wir noch eine Lage Alufolie. Und dann wird das nochmal zugerollt. Wie ein Bonbon eingedrückt
Und dann kommt das Ganze in den Topf, wo wir ja schon das Wurzelblatt drin blanchiert haben, einfach rein. Runter vom Herd. Und dann kann das hier ungefähr für 25 Minuten einfach in den Topf bei 80 Grad ziehen. Einfacher geht's nicht. Währenddessen das Schweinefilet jetzt praktisch schon in den Topf zieht, bereiten wir uns die Soße vor. Dafür nehmen wir unsere rote Beete. Die ist schon vorgekocht, kann man ganz normal im Handel kaufen. Die schneiden wir uns in kleine Stücke. Und dann kommt noch der Apfel dazu. Der wird geviertelt. Am besten wäre es, wenn man jetzt eine Boskop-Sorte wählt, weil der halt schön Säure mit reinbringt in die Soße. Das ist wichtig. Das Kerngehäuse kommt raus. Die Schale kann ruhig dranbleiben. Das wird sowieso nachher alles durchpüriert. Außerdem ist ja in der Schale bekanntlich, sind die meisten Vitamine drin, ist klar. Nochmal grob durchhacken. Zack. So, dann brauchen wir noch Ingwer. Dann nehmen wir uns ein kleines Stück. Ingwer natürlich sehr aromatisch, würzig und bringt natürlich richtig schön viel Aromen rein. Das harmoniert richtig schön mit der roten Beete. Die hacken wir uns gleich ein bisschen durch. Gesund ist sie natürlich auch. So, das habe ich jetzt erstmal vorbereitet. So, das Ganze werden wir jetzt mit ein Stückchen Butter schön anfeuern. So, das Ganze löschen wir jetzt mit Weißwein ab. Ungefähr 50 bis 60 Milliliter. Bisschen einreduzieren lassen. Dann geben wir ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Und lassen das Ganze ein bisschen köcheln. Kommt auch schön das Aroma schon von der Ingwer durch. Es riecht wunderbar. Sehr schön. So, jetzt kommt ein bisschen Limettenabrieb dazu. Hier gibt es dann auch nochmal richtig schön Pfiff in die Soße, richtig schön frisch. Das Ganze war jetzt ungefähr für 5 Minuten am Köcheln. Und jetzt werden wir das mit einem Stabmixer durchpürieren. Und dann jagen wir das alles durch. Das sieht durch. Das Ganze kommt jetzt wieder auf den Herd. Wird jetzt nochmal ganz kurz aufgekocht. Und dann kommt ein Schluck Sahne mit rein, ungefähr so 20 bis 30 Milliliter zum Abrunden der ganzen Geschichte. Dadurch kommt natürlich diese wunderschöne Farbe zum Vorschein, warum sie dann halt auch Barbie-Soße genannt wird. Wegen der rosanen Farbe. Kosten wir mal die ganze Geschichte. Ein Traum. Wunderbar. Also man braucht gar nicht weiter viel dran machen. Das ist die ganzen Aromen durch die Ingwer, die Limette, die rote Beete kommt wunderbar mit durch. Das ist herrlich. Das Schweinefilet war jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten in dem Sud drin. Wird jetzt geborgen. Und dann wird es wieder ausgepackt. Schön durchgezogen. Der Würsing hat noch seine Farbe behalten. Einwandfrei. Ja. So, kann. So, dann schneiden wir das mal an. Und man sieht schon hier wunderbar rosa, so wie es sein soll. Schön saftig. Ein Traum. Schneiden wir uns schön zwei Scheiben ab. Und man kann das ruhig jetzt mal so ein Minütchen ruhen lassen, damit sich das Fleisch erholt von dem Garprozess. Dann wird es halt noch zarter. Dann kann man die Soße schön draufgeben.
Dann kommt das Schweinefilet dazu. Wenn man es natürlich nicht so rosa mag, kann man das einfach nur ein bisschen länger im Wasser ziehen lassen, bis man halt die Garstufe hat, die man möchte. Dann kann man noch ein bisschen Sahne dazugeben. Und was Grünes. Und dann sieht das schick aus. Als Beilage kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein Püree mit Lauch zum Beispiel. Oder man macht sich einen Röstitaler dazu, Kartoffelröstitaler. Das kann ich halt dazu empfehlen, ja. Ich hoffe, mein Gericht hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.